Meine Damen und Herren, wir machen weiter. Ich habe selbst die gesetzte Zeit ein bisschen übersehen. Ich darf Ihnen Arne Stolberg nicht vorstellen, aber ankündigen. Arne Stolberg ist hier in Bern nicht ganz unbekannt. Wir kennen uns schon länger. Wir haben eine Gemeinsamkeit, durch die sind wir zusammengekommen. Wir sind beide Goldgräber, nämlich Korngoldgräber. Er ist dabei sehr viel tiefer gedrungen und intensiver gegraben als ich, aber die Liebe zu diesem komischen Kitschkomponisten Erich Wolfgang Korngold hat uns zusammengeführt. Arne Stolberg ist seit kurzem auf einer Forschungsprofessur an der Universität Basel und die Arbeit über Korngold, die auch gedruckt ist und die in der kleinen, aber feinen Korngoldforschung ihren Platz gefunden hat, ist ja sogar eine Magisterarbeit, wenn ich mich richtig erinnere. Die Dissertation Ohr und Auge, Klang und Form kombinierte die interessanten Namen Herder, Wagner und Franz Schreker. Mit Schreker sind wir wieder in der Nähe von Korngold, aber nicht so direkt. Und die Habilitationsschrift, die umfangreiche, wird, glaube ich, nächstes Jahr erscheinen bei der Edition Text und Kritik unter dem Titel Tönend bewegte Dramen, die Idee des Tragischen in der Orchestermusik vom späten 18. bis zum frühen 20. Jahrhundert. Kein kleines Thema. Ich denke, auf die Lektüre kann man gespannt sein. Bitte, du hast das Wort. Ja, ganz herzlich. Inhaltlich ziemlich direkt an das an, was jetzt in den Vorträgen heute und hoffe, dass wir da die Diskussion anhand meiner Thesen weiterführen können. Die Zeit, in der die Aufrichtung des deutschen musikalischen Dramas durch Wagner geschah, war schwanger mit dem Gedanken an die Wiederaufrichtung und Einigung des Deutschen Reiches. Ein und dieselbe metaphysische Kraft befruchtete beide Werke, die fast zum selben Zeitpunkt das Siegeszeichen des Deutschtums in Versailles und Bayreuth aufrichtete. Was Hans Pfitzner 1826, also 8 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, im nostalgischen Rückblick formulierte, lässt sich keineswegs als typischer Fall einer nachträglichen Verklärung abtun aus Pfitzners Perspektive. Seine Sichtweise entsprach vielmehr genau jener Perspektive, aus der die Konstellation der künstlerischen und politischen Ereignisse um 1870 bereits von den Zeitgenossen betrachtet worden war. Nicht erst die Eröffnung der Bayreuther Festspiele in Anwesenheit Kaiser Wilhelms I. 1876, sondern mehr noch die Uraufführung der Meistersinger von Nürnberg in München 1868, 2 Jahre nach dem Sieg Preußens über Österreich und somit im Umfeld fiebriger politischer Erwartungshaltungen, hatte Wagner in den Rang einer Symbolfigur für die Einigung Deutschlands gerückt. Wir haben davon auch schon gehört, dass die Meistersinger, denn auch schon unmittelbar im Vorfeld der Premiere, sowie in frühesten Pressedokumenten, hier etwa gleich in einem Zitat, was ich bringen werde, in einer Besprechung der Karlsruher Aufführung von 1869 durch Richard Pohl, explizit als deutsche Nationaloper annonciert worden sind, kann vor diesem Hintergrund nicht verwundern. Ich zitiere aus dieser Rezension von Pohl, 1869. In den Geschichtsbüchern wird eins zu lesen sein, dass gerade zu jener Epoche, in welcher das nationale Bewusstsein der Deutschen stärker als je erwachte und rang, ein Künstler uns erstand, der an das Volk und nicht an die Rezensenten appellierte und uns den in den romanischen Springfluten fast rettungslos schon untergegangenen Begriff einer deutschen Nationaloper gerettet hat zum bleibenden Denkmal deutscher Geistessouveränität. Soweit Pohl. Was Pohl hier über die Meistersinger schrieb, entsprach, das ist eigentlich schon meine erste These, durchaus der Intention Wagners, der Intention des Autors der Meistersinger. Den eigentlichen Schlusspunkt der von Wagner beabsichtigten Selbstintronisierung als deutscher Nationalkomponist bildete indessen ein anderes musikalisches Werk, dem heute der Ruch einer bloßen Gelegenheitsarbeit anhaftet, obwohl es, wie ich versuchen möchte zu zeigen, in unmittelbarer Tuchfühlung mit den Meistersingern steht, fast könnte man sagen, deren tagespolitische Konkretisierung bildet. Die Rede ist von dem 1871 für die Festlichkeiten zur Reichsgründung komponierten Kaisermarsch. Nachfolgend soll die These verfochten werden, dass die Meistersinger und der Kaisermarsch als Bestandteile eines übergeordneten Plans zu begreifen sind, mit dem Wagner sein Schaffen im Prozess der Nationsbildung verankern, ja sogar dieser Nationsbildung als sinnstiftendes Moment einprägen wollte. Entscheidend hierbei, so die These im Speziellen,
ist ein Aspekt, der schon vereinzelt Beachtung gefunden hat, aber gerade mit Blick auf die Meistersinger weiter zuzuspitzen ist, die nicht nur ästhetisch oder kunsttheoretisch, sondern dezidiert politisch zu verstehende Idee Wagners für das, jetzt kommt ein Zitat, heilige evangelische Reich deutscher Nation, so der spätere Berliner Hoftheologe Adolf Stöcker 1871, für dieses heilige evangelische Reich deutscher Nation eine explizit protestantische Tonsprache zu finden, sich in der Nachfolge Johann Sebastian Bachs zu einer Art musikalischem Luther aufzuschwingen. Die Interpretation der Meistersinger aus dem Geiste des deutschen Nationalprotestantismus mag zunächst überraschen. Wir haben auch davon schon gehört. Die Oper war ja in ihrer Entstehung oder zumindest in der entscheidenden Schlussphase dieser Entstehung untrennbar verknüpft mit Wagners Verbindung zu König Ludwig II., Monarch des erzkatholischen Bayern, während sich die Idee einer Synthese von Protestantismus und deutscher Nation unzweifelhaft an die Dominanz Preußens knüpfte. Tatsächlich hat Wagner in den für König Ludwig II. Verfassten politischen Denkschriften der 1860er Jahre mit Kritik an Preußen nicht gespart. Auch Bismarck fällt unter diese Kategorie. Ich möchte aber hier ein Beispiel zitieren, wo Wagner über Friedrich den Großen schreibt und ziemlich verachtend schreibt und sagt, Friedrich der Große sei, Zitat Wagner, ein ausschließlich französisch gebildeter, den deutschen Geist gründlich verkennender Fürst gewesen, dessen Auffassung des Staates als reine Zweckmäßigkeitsorganisation, die nur für Geld und Soldaten zu sorgen habe, am schärfsten ausgeprägt im modernen französischen Kaiserstaate vor uns liege. Das nur als ein Zitat vieler antipreußischer Verdikte, die es von Wagner gibt. Die Frage stellt sich, warum wandte sich Wagner trotz dieser Auffassung letztlich von Bayern ab in gewisser Weise? Hierin bloß Opportunismus zu wittern, ist sicher nicht ganz falsch, greift aber entschieden zu kurz. Die Emphase, mit der sich Wagner zumindest vorübergehend auf die Seite des, das ist ein Zitat, Siegers von König Grätz schlug und seiner Hoffnung Ausdruck gab, Preußen werde, wiederum Zitat Wagner, eine neue Kraft in der Geschichte entstehen lassen, gegen welche die französische Zivilisation für immer erbleicht, Zitat Ende, diese Emphase wurde durch andere Faktoren gespeist. Einmal natürlich, das Zitat hat das schon zum Ausdruck gebracht, durch diesen Hass auf Frankreich und die französische Zivilisation als Gegenbild zum deutschen Geist. Zum anderen aber durch etwas, und das ist für mich jetzt wichtig, dass Wagner schon am 23. Juni 1866, also 10 Tage vor der Entscheidungsschlacht bei König Grätz, in einem Brief an August Röckel folgendermaßen und sehr deutlich formuliert hat. Zitat, jagen die Preußen die Jesuiten fort, zertrümmern sie Österreich und damit Rom und die Kirche, so segnet sie, hier liegt alles Elend, Pfaffen fort. Damit ist die entscheidende Denkfigur genannt. Wie viele Zeitgenossen verstand Wagner die Reichsgründung als dezidiert protestantisches Unternehmen, als Schlag gegen den Ultramontanismus, die Abhängigkeit der katholischen Kirche von Rom, dessen weltliche Schutzmacht, so Wagner wiederum Frankreich sei. Obwohl die Meistersinger, wie Sie wissen, nicht in Nürnberg, sondern ironischerweise dann doch im ultramontanen München uraufgeführt wurden, tat Wagner doch alles, um sein Werk möglichst protestantisch klingen zu lassen und damit etwas zugespitzt formuliert, national in preußischen Sinne. Hieran konnte der Kaisermarsch 1871 unmittelbar anknüpfen. Um das Protestantische der Meistersinger ermessen zu können, ist es notwendig, kurz Wagners Antwort auf 1865 vorlegte und zunächst in Form von Tagebuchnotizen für Ludwig II., 1878 schließlich mit einem daraus hervorgehenden Aufsatz in den Bayreuther Blättern reflektierte auf die Frage nämlich, was ist Deutsch? Den Ausgangspunkt des in dieser Abhandlung, was ist Deutsch, entworfenen Geschichtsmodells bildet die These, dass das heilige römische Reich deutscher Nation als der, Zitat, König der Deutschen sich die Bestätigung seiner Macht aus Rom zu holen hatte, bei aller äußeren Herrlichkeit dem deutschen Wesen doch verderblich gewesen sei. Da ist der Deutsche, und das sind alles jetzt Zitate von Wagner, da ist der Deutsche mit dem Heiligsten wie mit der Kunst stets ernst und redlich meine, habe ihn die Sittenverderbnis der römischen Kurie verdrossen. Doch wäre, so Wagner weiter, aus der reformatorischen Bewegung deshalb keineswegs eine Kirchenspaltung, sondern vielmehr eine fruchtbare Erneuerung der Kirche erwachsen, hätte damals nicht mit Karl V.
ein dem, Zitat wiederum, deutschen Geiste völlig fremder Kaiser regiert, dessen Ziel es gewesen sei, aus dem freien Reich eine spanische Monarchie zu machen. Der aufrechte, ehrliche, uneigennützige, wahrheitsliebende Deutsche sei den fremden Zumutungen entgegengetreten, mit der Konsequenz des 30-jährigen Krieges und seiner immensen Verheerungen als Preis für die bewiesene Prinzipientreue. Und Wagner wörtlich: Das Volk war vernichtet, aber der deutsche Geist hatte bestanden. Zerging in Dunst das heilige Römische Reich, uns bliebe gleich die heilige deutsche Kunst. Was Hans Sachs am Ende der Meistersinger aus der Perspektive des mittleren 16. Jahrhunderts als Zukunftsvision andeutet, spielte sich laut Wagner in dieser Form tatsächlich ab. Da die Fürsten als schlechte Kopien Ludwigs des 14. von ihren Untergebenen, wiederum Zitat, nur französische Livree und Uniform, Perücke und Zopf und lächerlich nachgeahmte französische Galanterie verlangt hätten, sei der Deutsche in die Erinnerung geflüchtet. Und Wagner schreibt das R, Bindestrich und dann wieder groß weiter Erinnerung. Erinnerung, das heißt eine Flucht in die Innerlichkeit des Gemüts, verbunden mit der Rückbesinnung auf die Schätze künstlerischer Tradition. Erinnerung. Und dies habe zur Wiedergeburt des deutschen Geistes geführt, aber nicht im Bereich der Politik, sondern in demjenigen der Kunst, genauer gesagt der Musik, verkörpert durch eine bestimmte Person, nämlich Johann Sebastian Bach. Zitat Wagner: Da seht diesen Kopf, in der wahnsinnigen französischen Allongenperücke versteckt, diesen Meister als elenden Kantor und Organisten zwischen kleinen thüringischen Ortschaften, die man kaum dem Namen nach kennt, mit nahrungslosen Anstellungen sich hinschleppend, so unbeachtet bleibend, dass es eines ganzen Jahrhunderts wiederum bedurfte, um seine Werke der Vergessenheit zu entziehen. Ein wahrhaft biblisches Ecce Homo ist es, dass Wagner dem von der französischen Allongenperücke wie von einer Dornenkrone gepeinigten Bach als Inbegriff des deutschen Geistes widmet. Dass gerade Bach bei Wagner zum Inbegriff der Wiedergeburt des deutschen Geistes avanciert, hat freilich konkret musikhistorische Gründe, die wieder auf das zentrale Moment der Reformation verweisen. Wie viele andere Denker, Musikhistoriker seiner Zeit, betrachtete Wagner den protestantischen lutherischen Choral, Zitat Wagner, von der gesamten Gemeinde gesungen und von der Orgel begleitet, gewissermaßen, ich zitiere das zu Ende, von der gesamten Gemeinde gesungen und von der Orgel begleitet, mit seiner edlen Würde und ungezierten Reinheit ausschließlich als deutsches Eigentum. Also der protestantische Choral sei musikgeschichtlich ausschließlich deutsches Eigentum, gewissermaßen als nationale und zugleich fest im Volk verwurzelte Antwort auf das übernationale, von populären Genres streng abgesonderte Choralrepertoire der katholischen Kirche, also im gregorianischen Choral. Offen zutage liegt hier der für Wagner entscheidende Konnex zwischen lutherischem Choral und Bachs Tonsprache als einer zweistufigen, durch den 30-jährigen Krieg nur unterbrochenen, aber nicht aufgehaltenen Entfaltung des Geistes der Reformation, seinerseits identisch mit dem immer wieder beschworenen deutschen Geist. Konkret musikalisch lokalisiert Wagner diese Entfaltung in der kontrapunktischen Erweiterung und Vergrößerung des Chorals, wie sie Bach zunächst in seinen Motetten geleistet habe, aus denen dann wiederum und immer auf der Grundlage des einfachen Gemeindegesangs die großartigsten Gebäude der protestantischen Kirchenmusik entstanden seien. Für unseren Zusammenhang ist entscheidend, dass Wagner durch Bachs gesamte Musik, durch die komplexesten Werke hindurch, die Wurzel des protestantischen Chorals erblickt. Und mit einer abenteuerlichen Wolte, wie Wagner sie ja liebt, noch Beethovens 9. Symphonie dieser Genealogie anschließt. Wagner schreibt: Der trauliche Klang des Chorgesangs im Finale der 9. fordere das Publikum zum Mitsingen auf, um, das ist ein Zitat, wie in den großen Passionsmusiken Sebastian Bachs es wirklich mit dem Eintritt des Chorales geschah, als Gemeinde an dem idealen Gottesdienste teilzunehmen. Über das Finale der 9. Bach, Beethoven und weiter? Klar, dass Wagners Geschichtsteleologie auf die eigene Platzierung an dritter Stelle der Trias des deutschen Geistes hinausläuft, braucht kaum eigens betont zu werden. Immerhin hatte er bei sich selbst nicht das Problem, was sich ja bei Beethoven ergab, nämlich dass Beethoven Katholik war, was Wagner rhetorisch mit großem Bombast, kann ich jetzt nicht zitieren, also quasi an den Rand zu schieben versucht. Wagner war Protestant.
Was zwar in der Phase intensiver Feuerbach-Rezeption zur Zeit der Zürcher Reformschrift sicher keine signifikante Rolle spielte, in den 1860er Jahren aber zunehmend an Bedeutung gewann. Und der Aspekt des Nationalen spielte dabei keine geringe Rolle, gerade wiederum im Zusammenhang mit dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870-71. Am 10. Juni 1871 notierte Cosima in ihrem Tagebuch Folgendes. Gestern bei stürmischem Regen wanderte ich ihm, also Richard, entgegen. Wie er mich von der Ferne sah, sang er laut, eine feste Burg ist unser Gott. Immer fester wird in mir, schreibt Cosima, der Entschluss, die Kinder protestantisch werden zu lassen. Die Reformation hat den deutschen Geist gerettet und meine Kinder sollen echte Deutsche werden. Ein Dokument der Zeitstimmung, das man sich treffender kaum vorstellen könnte. Denn tatsächlich hat kein anderes lutherisches Kirchenlied im Laufe der deutschen Geschichte, vor allem von den Befreiungskriegen bis zum Ersten Weltkrieg, eine solch eminent politische, nationale und eben auch, muss man ganz klar sagen, antifranzösische Aufladung erfahren, wie der Choral »Ein feste Burg ist unser Gott«. Von Heinrich Heine betitelt als die Marseilla-Hymne der Reformation, schon früh, ungeachtet des Psalmbezuges, vom religiösen Trost- und Danklied zum Kampflied säkularisiert und als fester Bestandteil in das Arsenal patriotischer, später auch aggressiv-chauvinistischer Symbolik übernommen. Es nimmt daher nicht Wunder, dass Wagner, und er ist, wie Sie wissen, natürlich bei weitem nicht der Einzige, ich erinnere nur an Mendelssohn, gerade auf eine feste Burg rekurrierte, als er 1871 im Auftrag des Verlags Peters für die Festlichkeiten zur Reichsgründung sowie anlässlich der Krönung Wilhelms I. seinen Kaisermarsch schrieb. Heute mag man geneigt sein, dieses pompöse Spektakelstück als zu vernachlässigende Brotarbeit und ästhetische Marginalität abzutun, aber dabei ist Vorsicht geboten, denn die Wagnerianer nahmen 1871 den Kaisermarsch natürlich sehr ernst, was man etwa folgender Rezension von Friedrich Stade aus dem Musikalischen Wochenblatt entnehmen kann. Ich zitiere Stade, 1871 notabene, ja, es ist genau diese Zeit, in der das Werk auch entsteht und uraufgeführt wird. Während wir in Wagners dramatischen Schöpfungen mittelbar das Wirken des deutschen Geistes erkennen, gibt uns Wagner im Kaisermarsch gleichsam ein Bild dieses deutschen Geistes, des deutschen Charakters selbst. Ein Bild, dessen Grundzüge Kraft und Energie auf der einen, Milde und Innigkeit auf der anderen Seite sind. Diese Bemerkung zielt offenkundig auf den Themendualismus des Kaisermarsches. Es ist in einer freien Sonatenform angelegt. Es gibt ein Hauptthema, ein Seitenthema. Das kernige, rhythmisch prägnante Hauptthema, das verkörpert nun für Stade offenbar eben die Charakterzüge von Kraft und Energie. Und der Seitensatz hingegen steht dann für Milde und Innigkeit als Bestimmungsmerkmale des deutschen Charakters. Hinzu kommt eben der Choral »Ein feste Burg«, dessen Beginn, scheinbar nur episodisch, zweimal am Ende der Exposition erscheint und ein letztes Mal, nun mit dem Effekt des Durchbruchs, könnte man sagen, und daher auch um die zweite Zeile der Melodie erweitert, kurz vor Beginn der Reprise. Wir werden die Stelle auch hören. Jetzt zunächst aber, da ich davon ausgehe, dass dieses Werk nicht bei allen bekannt ist, der Beginn des Kaisermarsches mit Hauptthema und Seitenthema als Inbegriff des deutschen Charakters. Das mag man sich dazu denken. Das muss man da oben... Jetzt denkt man kurz, die Meistersinger sind im Spiel, Sie werden das merken. Aber es geht doch etwas anders weiter. Ja. Und das leitet jetzt zum Seitenthema hin, das ist die rechte Seite.
Bis gleich. Genau, das war das erste Beispiel. Wir hören dann gleich noch die Reprise. Und diese Reprise hat nun bei Wagner eine ganz spezielle Pointe. Diese Pointe der Reprise besteht nämlich darin, dass zum Orchester ein einstimmig gesetzter Volksgesang hinzutritt und aus den bisher vorgestellten Themen im Zusammenschluss eine regelrechte Hymne formt. Die Partitur schreibt vor in der Fußnote, die Zuhörer mit Gesangsnoten auszustatten und vorbereitete Sänger im Auditorium zu verteilen, um die Illusion einer spontanen Kundgebung zu erzeugen, könnte man sagen. Das steht natürlich nicht da, aber das interpretiere ich jetzt wegen den vorbereiteten Sängern. Das steht durchaus da. Analog, ich hoffe, das ist klar, analog dem von Wagner imaginierten Mitsingen des Publikums am Ende der 9. Symphonie Beethovens, das seinerseits, wie gesehen, als Aktualisierung der protestantischen Choraltradition gedeutet wird. Also Wagner knüpft hier an. Als Nationalgesang, der dem deutschen Volke aus dem Herzen und ins Herz gesungen ist, ja als Apotheose der deutschen Nation, so charakterisiert besagter Friedrich Stade die den Kaisermarsch abschließende Hymne, und das dürfte sicherlich in Wagners Absicht gelegen haben. Wie ist das nun musikalisch realisiert? Offenkundig ist, dass das Hauptthema durch Oktavierung quasi singbarer gemacht wird, vor allem aber, dass später, auch das werden wir hören, die ohnehin dominierende Signatur der fallenden Quarte zum alles bestimmenden Faktor avanciert. Und das ist nun tatsächlich, denke ich, kein Zufall. Denn diese fallende Quarte, die sich quasi im ganzen Stück dem Kaisermarsch so sukzessiv als das entscheidende Moment entpuppt, diese fallende Quarte spiegelt nichts anderes wider als die Eröffnung des Chorals Ein feste Burg, den ersten Intervallschritt von dessen Melodie nach der eröffneten Tonwiederholung. Und von da kann man noch weitergehen und sagen, auch die Tetrakorde des Seitenthemas, die ja erst hinuntergehen, dann hinauf, scheinen letztlich der melodischen Bewegung des Chorals nach dem einleitenden Quartfall zu entspringen. Denn wenn wir diesen Choral, feste Burg, mal auf die Grundbestandteile, also den Beginn, auf die Grundbestandteile reduzieren, dann haben wir erst die Tonwiederholung, die Wagner quasi ausspart, die fallende Quarte, aufsteigendes Tetrakord, absteigendes Tetrakord, wobei diese drei Elemente jeweils in einem Ton überlappen. Und mit diesen Bausteinen gewissermaßen komponiert Wagner jetzt den Kaisermarsch, so könnte man sagen. Das möchte ich Ihnen vorspielen, eben die Reprise. Wenn Sie den Text mitlesen können, sind Sie herzlich eingeladen, mitzusingen. Ja. Das steht gerade im Internet. Ja, ja, richtig. Ja, genau, da muss man aufpassen tatsächlich. Ja. Also wir steigen ein bisschen in der Durchführung ein, dann kommt die Apotheose des Chorals und dann die Reprise mit dem Volksgesang. Jetzt gleich nochmal der Choral. Klar, aber nicht nur. Und jetzt geht es ja gleich los. Jetzt sind wir hier. Und jetzt.
Ja, ist gut. Jetzt kommt diese Stelle hier mit diesen fallenden Quarten. Okay, vielen Dank. Soweit eben die Reprise mit dem Volksgesang, den man sich hier dazu denken muss. Auf der Aufnahme ist er nicht drauf. Es ist mit anderen Worten keine Übertreibung, denke ich, zu behaupten, dass der Kaisermarsch den Choral an Festeburg eben nicht nur zitiert, sondern gewissermaßen durch ihn klanglich eingefärbt und somit den Vorzeichen der Ideologie entsprechend insgesamt protestantisch koloriert wird. Und genau dasselbe Verfahren, allerdings natürlich viel subtiler, prägt eben auch die Meistersinger von Nürnberg. Es ist von tieferer Bedeutung, dass wir beim Aufgehen des Vorhanges einen Choral der in der Katharinenkirche versammelten Gemeinde vernehmen, mit dem der die Feier des Johannistages einleitenden Nachmittagsgottesdienst geschlossen wird. Der Choral versetzt uns mit einem Schlage in die Zeit, in der das Drama spielt. Er trägt den spezifisch protestantischen Charakter an sich, wie er uns besonders in den Choralbearbeitungen Johann Sebastian Bachs entgegentritt. Was Heinrich Porges 1868 in seiner apologetischen Uraufführungskritik der Meistersinger festhielt, hat die Forschung bis heute immer wieder aufs Neue eigentlich bestätigt, nämlich dass der Choral am Beginn der Meistersinger eine dem Bachschen Vorbild in Harmonik und Stimmführung würdige Stilkopie sei. Das ist ein Zitat von Gerhard Kramer, aber in der Literatur findet man also einige, die in diese Richtung gehen. Bisher ging man davon aus, dass Wagner den Choral frei erfunden habe, was aber, denke ich, nur teilweise richtig ist. Unbeschadet der Tatsache, dass der Gemeindegesang »Da zu dir der Heiland kam« am Beginn des ersten Aufzugs der Meistersinger sicher kein direktes Zitat ist, nimmt er doch zumindest am Beginn, die Seite, die wir hier sehen, auf ein Vorbild Bezug, das Wagner ohne Zweifel kannte, wie eben auch der Kaisermarsch belegt, nämlich auf den Lutherchoral »Ein feste Burg«. Es ist, wie gesagt, kein Zitat, aber es ist eine Art subtile Anverwandlung der für das melodische Profil von Ein feste Burg charakteristischen Momente. Die Diastematik der ersten fünf Töne in der Oberstimme des Meistersingerchorals, ich hoffe, man kann das sehen mit den grünen eingefärbten Feldern, entspricht, wenn man die Tonwiederholung außer Acht lässt, genau dem Initium der lutherischen Melodie mit Quartfall und aufsteigendem Tetrachord. Die zweite Zeile bei Wagner greift den zwischen Vorder- und Nachsatz in Takt 4 des Lutherchorals liegenden Quartsprung auf, also die Quarte nach oben, um bei Taufe nahm, um diese Worte Taufe nahm mit einem absteigenden Tetrachord zu musikalisieren, der sich in Ein feste Burg gleich mehrfach findet. Da, 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 da. Ja, diese Phrase kommt in Ein feste Burg sehr häufig und bildet hier auch den Abschluss dieser Phrase im Meistersingerchoral. Pointiert gesagt, fügt man die ersten beiden und die letzten beiden Takte der Eröffnungspassage des Meistersingerchorals direkt zusammen, erhält man im Grunde eine Art Paraphrase der ersten Zeile von Ein feste Burg, nur ohne die Tonwiederholung. Da, 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 da. Wie gesagt, das ist kein Zitat, aber ein Spiel mit bestimmten Elementen, die für diesen Choral prägend sind. Wenn diese Beobachtungen stimmen, haben sie natürlich weitläufige Konsequenzen und schon mit Blick auf die Entstehung der Meistersinger. Was Sie hier sehen, ist eine der verschiedenen Skizzen, separaten Skizzen, die Wagner angefertigt hat, noch vor dem ersten Gesamtentwurf der Musik. Unter anderem existiert auch eine Skizze für den Choral am Beginn. Wie Sie aber an dieser nicht ganz natürlich optisch vollkommenen Abbildung hier sehen können, handelt es sich eigentlich nicht um eine Skizze, sondern im Grunde um eine mit Tinte verfasste Reinschrift des vierstimmigen Chorsatzes, später ergänzt, das müssen Sie mir glauben, das kann man nur erahnen, später ergänzt durch Entwürfe der orchestralen Zwischenspiele für die Pantomime zwischen Eva und Walter, die in die vorher leer gebliebenen Notenzeilen mit Bleistift eingefügt und den entsprechenden Zäsuren des Chorals teils durch römische, teils durch arabische Ziffern zugeordnet worden sind. Das kann man hier, wie gesagt, nicht so gut erkennen. Entscheidend ist diese mit Tinte, mit Reinschrift, also quasi als Reinschrift letztlich gedachte Fassung des Chorals, die Wagner vor der Komposition des Stücks niedergelegt hat. Das Blatt ist leider nicht datiert, das heißt, man kann nicht genau sagen, welches Stadium der Werkgenese es wirklich abbildet.
Es wäre aber meiner Ansicht durchaus zu vermuten, dass Wagner hier im Choral tatsächlich den, wie er selbst an anderer Stelle gesagt hat, jetzt nicht in Bezug auf die Meistersinger, aber die Formulierung ist von ihm, dass der Choral tatsächlich der thematische Keim des ganzen Stückes ist. Und zwar dergestalt, dass genau jene vier Elemente aus der melodietragenden Oberstimme der Eröffnung des Chorals, die ihrerseits, wie ich versucht habe zu zeigen, das Idiom von ein feste Burg assoziieren lassen, große Abschnitte der Partitur der Meistersinger prägen und sich ihrerseits durch Variation zu einem regelrechten Gewebe auffächern, nämlich wiederum fallende und steigende Quartschritte und fallende und steigende Tetrakorde. Das kann ich jetzt hier nur analytisch ganz knapp zeigen und ich bitte auch um Verständnis, dass ich auf Musikbeispiele verzichtet und die Meistersinger als einigermaßen bekannt voraussetzen muss und nicht alles vorspielen kann. Und möchte auch nur den Beginn des Orchestervorspiels zunächst mal nehmen, der aber schon interessant genug ist. Das Orchestervorspiel, das haben Sie alle im Ohr, beginnt mit dem Meistersinger-Thema. Ich muss gleich dazu sagen, die Motivbezeichnungen entlehne ich jetzt einfach von Alfred Lorenz, möchte das nicht weiter kommentieren, nutze das nur einfach als Embleme für diese Motive. Also das Vorspiel beginnt mit dem Meistersinger-Thema und als zweite prägnante thematische Bildung kommt dieser sogenannte Zunftmarsch, da-da-dam, bam, bam, bam und so weiter. Und Sie sehen schon, diese ersten beiden Themen im Meistersinger-Vorspiel entsprechen durch fallende Quarte, respektive dann durch steigende Quarte, wo hierbei sogar die Tonwiederholung noch stattfindet, genau dem Beginn des Chorals mit diesen Initialen von fallender und steigender Quarte. Zwischen diese beiden Themen ist im Orchestervorspiel so ein lyrisches Zwischenmotiv eingeschaltet. Die, da, die, da, die, da, 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 da und so weiter. Das verbindet diese beiden Themen. Und das nimmt exakt das erste Zwischenspiel des Chorals vorweg. Ganz exakt. Sie sehen das hier rhythmisch, derselben Rhythmik und auch mit diesen fallenden Quarten und dem absteigenden Tetrakord wiederum als sozusagen prägenden Momenten. Das heißt, der Beginn des Meistersinger-Vorspiels ist nichts anderes als eine Projektion der Choraleröffnung ins Große. Kann man ganz klar so sehen. Genau dieses, und jetzt wird es vielleicht ein bisschen verwirrend, aber ich möchte so ein bisschen deutlich machen, wie das jetzt zu einem Gewebe quasi sich auffächert. Genau dieses aus dem Choral gewonnene Zwischenspiel wird später durch Abspaltung und sequenzierende Weiterführung der beiden fallenden Quarten in das Motiv der Stadt Nürnberg verwandelt. Da-dam, 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 da-dam ist ja nichts anderes als fallende Quarten, die eigentlich eine Abspaltung wiederum dieses Zwischenspiels sind, das aus dem Choral stammt. Und die Choralinitiale selbst mit fallender Quarte, aufsteigendem Tetrakord, findet sich so als melodisches Profil in unendlich vielen Melodien und Themen der Meistersinger, etwa hier in diesem sogenannten Lenzgebot-Motiv. Aber es ist nur eines von vielen, die eben sozusagen diesen Umriss nachvollziehen. Die aufsteigenden Tetrakorde des Meistersinger-Themas, also dieses hier, ja, kehren wiederum wieder oder werden fortgesponnen im sogenannten Motiv der Heiligen Deutschen Kunst, während der Seitensatz des Orchestervorspiels, aus dem dann im dritten Aufzug der Abgesang von Stolzings Preislied wird, die beiden fallenden Quarten des Choralinterludiums zu Quinte bzw. Sechste aufspreizt und in eine melodisch zwar abweichende, rhythmisch aber diesem Zwischenspiel durchaus vergleichbare Bewegung hineinführt, mit diesmal wiederum nach oben gerichtetem Tetrakord. Wie gesagt, das ist jetzt auch optisch der Versuch, ein bisschen ein Gewebe darzustellen. Es geht mir darum, dass er gewissermaßen aus diesen Keimzellen, wie man das nennen will, sehr viele thematische Bildungen im Laufe des Werkes generiert und letztlich damit sich alles auf den Choral zurückführen lässt. Ich möchte das jetzt aber nicht fortführen, diese kleine analytische Skizze, sondern stattdessen zum Schluss eine knappe Bemerkung noch anfügen. Wenn die These richtig ist, dass Wagner die Musik der Meistersinger eben nicht nur protestantisch gefärbt, sondern konkret mit dem Lutherchoral ein feste Burg getränkt hat, möchte ich mal sagen, ohne diesen Choral, anders als im Kaisermarsch, jemals wörtlich zu zitieren, wäre er einem unerwarteten Vorbild gefolgt oder besser hätte er auf ein anderes berühmtes Werk der Operngeschichte Bezug genommen, nämlich auf Meyerbeers Les Huguenots, die Hugenotten. Doch spricht dies ja eher für als gegen die hier vorgestellte Argumentation. Denn gerade die Verwendung des erzdeutschen Kampfliedes in der französischen Grand Opera des Juden Meyerbeer musste Wagner dazu herausfordern, ein nationales Gegenmodell zu liefern. In diesem Zusammenhang abschließend nochmal ein Zitat aus den Cosima-Tagebüchern. 1870, immer diese politisch aufgeladene Zeit.
Dann nehmen wir den Choral von Luther vor, in einer Kantate von Bach. Das Wort, Sie sollen lassen starren, das ist der Schlusschoral der Kantate, ein Festeburg ist unser Gott, BWV 80. Richard, wie immer, mächtig ergriffen davon, ein Volk, das solches aufzuweisen hat, ist ein respektables Volk und ein Jude macht daraus eine französische Oper. Damit ist alles gesagt. Und doch, sage ich, sagt Cosima, sind es noch diese Klänge, entweiht und verballhornt, welche den Erfolg dieser Oper gemacht. Und Bach ist Luther, fuhr Richard fort, sieh nur den Gleichmut, mit welchem er die kühnsten, gewagtesten Sachen schreibt. Bach ist Luther. Hier kommt also abschließend nochmal alles zusammen, die Identität von Bach und Luther als Personifikationen des deutschen Geistes, sowie der Gleichmut beim Verfassen kühnster, musikalischer, theologischer Texte, als Signum einer deutschen Standhaftigkeit und Prinzipientreue, die Wagner natürlich auch für sich selbst reklamierte. Und hier möchte ich auch das zitieren, was Herr Bernbach schon mal zitiert hat. Berühmt, berüchtigt, ich bin der deutscheste Mensch, ich bin der deutsche Geist, schreibt Wagner 1865 im Braunen Buch. Und ich denke, wenn man die Meistersinger aus dieser Perspektive betrachtet, dann kann das durchaus in einer gewissen Weise beim Wort genommen werden, wenn nämlich Wagner mit den Meistersingern als Nachfolger Luthers, Bachs und Beethovens sein nationales Evangelium verkünden wollte. Vielen Dank.